Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum TX94 Universe bei Bad Blood. Mein Name ist David und ich bin Josh. Hi. Genau. So, Bad Blood, es ist Weihnachten, der 24. Dezember, 8 Uhr. Das heißt, im Moment guckt kein Schwein das Video hier. Aber wenn ihr es morgen seht, dann habt ihr eine kleine Weihnachtsshow. Denn heute haben wir, abgesehen von diesem, noch Santa Claus gegen Jesus. Was, Tomo? Ach so, ja gut. Santa Claus gegen Jesus ist heute unser Weihnachtsmatch bei Bad Blood. Heute geht es auch nicht um einen Punkt. Das heißt, heute nicht Josh vs. Dave, da Weihnachten ist und an Weihnachten bekriegt man sich nicht. Gibt es heute eine ganz normale Show. Los geht's um den NXT Championship. Bo Dallas hat ja das 10-Man Royal Rumble gewonnen. Und heute muss er seinen Titel verteidigen, und zwar gegen Blade, The Reaper und Alex Styles. Und am 1.1.15 geht es dann los mit der NXT-Show. Dann haben wir Santa Claus gegen Jesus in einem Hell in a Cell Match. Und dann als Main Event. Kane gegen The Rock in einem Bad Blood Championship Match in Extreme Rules. Weil Kane hat ja den Titel bei Backlash geholt und jetzt haben wir aber gesagt, The Rock bekommt dann noch ein Rematch oder halt, wir brauchten ja jetzt irgendein Match um den Titel mal, haben wir gesagt, Kane gegen The Rock, was suchst du denn? Cola, ja, die müsste neben dir stehen. Nee. Ja, eigentlich doch. Schon. David ist mal wieder blind. So, fangen wir auch direkt an. Jawohl, los geht's. Bo Dallas, Blade, Alex Styles und The Reaper. So, was sagst du denn, wer wird gewinnen? The Reaper. Ja, ich tippe auf Bo Dallas, weil den finde ich richtig geil. Nein, natürlich nicht. Ich denke, dass der gute Blade das machen wird. Denn der Blade, wir haben das am Sonntag mal erklärt, aber ich weiß nicht, ob es noch irgendjemand weiß. Ich weiß es auch nicht mehr genau. aber der Blade, der ist, soweit ich weiß, ein Mörder, ein Assassine und der tötet Leute einfach so. Deshalb, der kann das. Der wird auch die alle einfach töten. Nothing is true, everything is permitted. Mein Name ist Ezio Auditore da Firenze und ich bin ein Assassin. Guck mal, da kommt sogar der Adler hier ein. Ja. Bo Dallas, meine Damen und Herren. Genau, Bo Dallas, der, den keiner leiden kann und den ich eigentlich noch nicht als Champion sehen wollte. Und jetzt sehen wir auch das erste Mal die Entrances der Wrestler, fällt mir gerade ein. Introducing the challengers from your darkest fears. The Reaper! What the fuck? Geil, oder? Echt geil. Also den habe ich selbst erstellt, falls es irgendjemand nicht weiß. Und ich finde, das lief doch ziemlich gut. Also das ist natürlich nur der Entrance, der legt die Maske und den Umhang nachher ab. Weil sonst würde er ja gar nichts sehen, das wäre ja dumm. Und als letztes Alex Styles. And their opponent from Brooklyn, New York, Alex Styles. Oh man, two of the most exciting superstars in the WWE. So, Jerry Lawler, ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt, der hat gerade gesagt, zwei der besten, der aufregendsten Wrestler treten gegeneinander an. Ja, und da hat er wohl die anderen zwei vergessen. Also, um den NXT-Titel geht,
NXT-Titel geht's. Der NXT-Titel. Der NXT-Titel. NXT-Titel. Egal, los geht's. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage Schwach. 3 Tage WWE 2K. Oh Gott, 3 Tage am Stück aufnehmen, danach würdest du kotzen. Ich würde durchkotzen. 1, 2, 3 hält da hinten meine Hose. So. 1, 2, 3, deine Mutter ist dabei. Polizei, komm vorbei. Ja, sing du ein bisschen. Ja. So, also Blade geht hier erstmal gegen Bo Dallas, den Champion, während der Reaper gegen Alex Styles. Der hat sich gerade übel an der Luft festgehalten. Ja, gut. Alter, ich glaube, der Reaper, der wiegt 80 mal so viel wie der Alex Styles. Ja, das könnte hinkommen. Boah. Und der Reaper, der ist halt ein echter Killer. Und jetzt geht er mal einfach über Blade drüber. Da gab es gerade einen fliegenden Wechsel zwischen Waxel. Den Gegnern. Ja, Wechsel. Rybaxel. Ein fliegender Wechsel. So, da gab es einen fliegenden Ryback. So, aber jetzt Blade zeigt natürlich auch, der kann auch was, auch wenn es nicht viel war, was er gezeigt hat. Und hier mal ein harter Jump. Und nochmal geht er über Blade drüber. Und hier, Huts. Während Alex Styles Bo Dallas fertig macht, macht The Reaper gerade Blade fertig. Und hier mal schön mit dem Knie auf den Kopf. Ja, also, wie gesagt, das sind alles selbst erstellte Wrestler außer Bo Dallas. Der ist auch selbst erstellt. Ja, ja, den habe ich gemacht. Von 2K. Ja. So, und jetzt gibt's hier einen Giant Swing vom Reaper. Awesome. Zack. Gegen Blade. Während Bo Dallas austeilt und einsteckt gegen Alex Styles. Und zack. Oh, das... Das sah auf jeden Fall nett aus das von Alex allem, Styles. Das ist dem sein BAM Comeback. Ja, also Alex Styles, der zeigt also was. Bo Dallas. Und der Reaper zeigt gerade den Tombstone Piledriver gegen Blade und Pin. Und direkt das Cover und der Referee ist aber übel am Pennen. Jetzt aber 1, 2. Da kommt er raus. Aber das war nur, weil der Referee gepennt hat. Ja, da hat er nochmal Glück. Und jetzt geht Blade gegen The Reaper und zeigt Moves. Und ja, es klappt sogar. Also jetzt... Jetzt wirft er ihn in die andere Ecke und nochmal mit Anlauf und schlägt ihn ins Gesicht und wirft ihn wieder in die andere Ecke. Also Blade, der macht hier immer nur dasselbe. Aber jetzt kontert der Reaper und Bo Dallas setzt einen Aufgabegriff gegen Alex Styles an. Nee, doch nicht, er hat einfach nur ihn mit den Beinen am Boden gehalten. Jetzt hüpft Blade mal auf. Und schon wieder hat er sich da in der Luft festgehalten. Huch, was war das denn? Ich glaube, das war gar nicht beabsichtigt, aber auf jeden Fall... war das irgendwie gerade ein komischer Move. Ich glaube, der wollte eigentlich eher auf Alex Styles springen. Auf einmal kriegt Blade hier den Flying Elbow von Bo Dallas ab. Und der Reaper, auch der, beschäftigt sich jetzt mal wieder mit Alex Styles. Und das war's. Bo Dallas hat gerade gewonnen. Bo Dallas hat gerade Blade gepinnt. Das gibt's doch nicht, dass Bo Dallas hier immer wieder gewinnt. Hier sehen wir nochmal den Tombstone Piledriver vom Reaper. Und ganz zum Schluss, während Bo Dallas gepinnt hat, das sieht man jetzt gleich auch nochmal, hat der Reaper noch seinen übelsten Move gezeigt. Das wird man jetzt gleich sehen. Bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, was du meinst. Ich habe gerade nicht genau aufgepasst. Ich war gerade so vom Pin. So, jetzt müsste es... Jawohl, jetzt pass auf. Ach ja, stimmt. Und... aber es ist nicht mehr. Scheiße. Schade. Ja, natürlich. Aber gut. Jawohl, also... Das wird noch eine lange Geschichte. Immer noch NXT Champion Bo fucking Asshole Dallas. So, aber nach diesem enttäuschenden ersten Match, das aber trotzdem eine Menge geiler Moves gezeigt hat, geht's jetzt weiter zum nächsten Match. Ich weiß gar nicht, wie die Entrances hier aussehen. Wir haben die Wrestler gerade runtergeladen. Santa Claus gegen Jesus. Ho ho ho. So, da bin ich jetzt mal gespannt, wie die Entrances hier aussehen. Wahrscheinlich müssen wir die sowieso überspringen. Es kommt gar nicht bis zu den Entrances. Das wäre schlecht, wenn es jetzt hier abkackt. Es ist ja eben bei Raw. Nee, es geht doch. Und zack, tatsächlich. Auf geht's. Ach, ist ja noch Hell in the Cell, ganz vergessen. Der hat den Hintergrund von Bo Dallas.
Guck, der Adler, ja, der war eben bei Bordellis. Cobra! Ja, ist, ach, ist Santino Claus. Das ist Santino Claus. Santa Claus. Bo Leaf, ja. Bo Leaf und Santa Claus. Ja, genau, an den muss man auch glauben, ja, natürlich. Passt ja. Und? So, und an den nächsten bitte auch glauben. Wenn er denn reinkommt und... One of a kind. Ja, von Kalifornien ist er. Bürger von Jerusalem. Wow, der Jesus, der ist richtig brutal, ey. Jesus angry. Also, mal gucken. Jesus gegen Santa Claus. So, wie sieht's eigentlich aus? Machen wir jetzt eigentlich bei Bad Blood, machen wir diese Woche einfach, jeder bekommt einen Punkt? Nee, jeder bekommt keinen Punkt. Schade. Bam! DDT von Jesus. Gegen Santa Claus. Und jetzt, zack, Santa Claus mit dem DDT gegen Jesus. Eigentlich ist es schon ein Witz, wenn man sagt, Jesus mit einem DDT. Aber ist egal, meine Damen und Was Herren. Was denkst du denn, wer gewinnt? Ich sag, da Weihnachten, obwohl. Ja. Ja, was weiß ich, keine Ahnung. Also, Santa Claus gegen Jesus, meine Damen und Herren. Übrigens, sie haben beide einen Wert, einen Overall-Wert von 100. Also, die sind beide totale Champions, totale und, Profis. Und beide tragen einen Overall. So, und, oh, das war ein harter Dropkick vom Dropkick Weihnachtsmann. Von Santa Claus. Und jetzt wieder und zurück wieder in, den rein in den Ring. Ob das klappt? April Move? Nee, natürlich doch nicht. Ah, doch. Wow. Hat der Weihnachtsmann noch ein Geschenk für Jesus? Ja, was hat er jetzt vor? Der rennt ein bisschen draußen rum. Und, nee, er schafft's nicht rein. Und jetzt setzt Jesus ein paar Schläge an, aber der Weihnachtsmann. Das ist der so, Weihnachtsmann. Das ist so geil. Das ist vor allem ziemlich gestört, würde ich doch mal glatt behaupten. Ja, das stimmt wohl. Ich frage mich jetzt gerade, haben die die Standard-Movesets oder haben die hier noch extra besondere Moves? Keine Ahnung. Das wäre natürlich noch geiler, ne? Wenn der Weihnachtsmann noch extra... Oh, guck mal, hier ein Enkellock. Oder auch nicht. So, und ja, jetzt setzt er ein paar Schläge gegen Jesus. Also der Jesus, der steckt hier ziemlich ein. Aber noch ist sein Heiligenschein über dem Kopf. Der ist nicht weggeflogen, der hält noch. Und jetzt setzt er auch ein paar Schläge gegen den Weihnachtsmann. Das ist so dumm. Aber hey, die Show ist geil. So, und ich hoffe, die kommt jetzt auch besser an als die letzte Woche. Die war ja, da waren ja ein paar Scheiß-Matches dabei. Und da greift Santa Claus auch einfach mal durch den Heiligenschein durch und kann daran extra nochmal festhalten. Und Jesus fällt gegen die Ringtreppe. Die und Ringtreppe. Da hat man sein Höschen gesehen. Oh mein Gott, das Höschen von Jesus. Oh je, oh je. Ja, wir kommen in die Hölle, weißt du das? Ich glaube auch. Aber die beiden sind schon in der Hölle. In der Hölle im Käfig. Hölle. Und Jesus hat sein Comeback. Ist gut jetzt. Und hier zeigt das. Nee, er zeigt es nicht. Oh, er hat. Jesus hat das Comeback von Rey Mysterio. Nee, doch nicht. 619 von Jesus gegen den Santa Claus. Ach. Oh, ein Big Boot. Und noch ein Leg Drop. Das ist das Comeback von Hulk Hogan, glaube ich. Der hat sogar Latschen an der Mann. Also, Cover gegen 1, Santa Claus. 2 und er kommt raus. Raus. Das ist Santa Claus, der kommt Santa raus. Santa Claus kommt raus. Jesus hat sein Comeback. Das hatte der ja schon mal. Das ist sogar von den Toten da verstanden. 1, 2. Also hier könnte es ganz schön kritisch werden. Da könnte Santa Claus Jesus sogar umbringen und hätte noch nicht gewonnen. DDT gegen Jesus. Dürfen wir das hier überhaupt ausstrahlen? Jetzt wird es aber echt pervers hier mit diesem... 3 und der Weihnachtsmann hat gewonnen. Ja, ich hoffe, das Match hat euch genauso gefallen wie uns. Wir fanden es lustig. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es David war. Hier ist das Comeback nochmal. Da ist er zurückgekommen. Also ich hoffe, wir haben keine Religion beleidigt. Mit diesem Match. Ach Mensch, schon, wir beleidigen auch immer Chris Benoit, dann können wir auch uns auch mal über Religion lustig machen.
So, meine Damen und Herren, also das war's. Santa Claus gewinnt gegen Jesus. Das bedeutet, mit seinem gibt heute Geschenke. Ja. Also. Und die bringt der Weihnachtsmann. Die habt ihr ja wahrscheinlich eh schon bekommen. Aber wäre das Match hier anders ausgegangen, hättet ihr heute keine Geschenke bekommen. Doch, vom Christkind, von Jesus. So, und da sehen wir mal den Weihnachtsmann in Nahaufnahme. Der schafft es kaum aufzustehen mit seinem dicken Bauch. Jetzt freut er sich natürlich. Er hat's geschafft. So, er bleibt noch ein bisschen in der Hölle drin, weil den Käfig lassen wir noch unten, oder? So. Nächstes Match. Das Titelmatch ist, es ist ein Extreme Rules Match, ne? Genau. Genau, ein Extreme Rules Match um den Bad Blood Titel Kane vs. The Rock, wenn es denn lädt. Man weiß ja bei diesem Spiel hier nie, es lädt. Kane gegen The Rock, wie schon gesagt, bei Bad Blood. Um den bei Backlash eingeführten Bad Blood Titel, der jetzt, wie machen wir das? Wir haben das noch nicht off Mic geklärt, wir klären das einfach mal jetzt. Wird der Titel jede Woche verteidigt, entscheiden wir das spontan. Mal gucken. Gut, wir klären es nicht jetzt. Championship. Also normalerweise sagt er dann auch noch Championship dabei, oder? Letztes Mal hat er es dabei gesagt. Und hier kommt er, der Bad Blood Champion. Ja, ich finde, der Titel sieht schon geil aus. Ja. Da habe ich gut erstellt. Sehr gut hast du das gemacht. Yay! Eigentlich wollte ich ja das... Aber man kann ja auch nicht alles falsch machen. Eigentlich wollte ich ja das Bad Blood Logo drauf machen, aber weil die WWE, die ist kann... Ist geil, alles. Dass unten K02 steht. Jawohl. Gut, weil, also meine Damen und Herren, hier ist Kane und jetzt kommt The People's Champ. Das Besondere ist natürlich... Man kann nicht alles falsch machen. Ist Kocke. Außer 2K, die können alles falsch machen. Weil das einzige Logo, das nicht dabei war, war das Bad Blood Logo. Sonst hätte ich das als Hintergrund genommen. So. Also das Main Event. Der sieht gerade irgendwie voll komisch aus. For tonight. Aber das liegt halt an dem Spiel. Kane vs. The Rock. Na gut, da muss ich ja nicht fragen, was du denkst. Das ist ja relativ klar, dass du denkst, dass Kane gewinnt. Genau. Wie ich, weil Kane ist einfach das Monster. Und The Rock ist einfach Scheiße. Der Stein. Ne, The Rock, der hatte ja bis jetzt immer noch eine Niederlage hier, aber lassen wir den Mann mal reden. Miami, pounds, The Rock. And his opponent, weighing 323 pounds, he is the ECW and Raw Mixed Fighting Champion Kane. Längster Titelname ever. Niemand hat den Titel bisher so lange gehalten wie Kane. Ja. Und zwar wirklich noch niemand, auch nicht in der richtigen WWE. Ja. Ein Tag. Ja, nee. Was? Wieso ein Tag? Stimmt. Wir drei haben Tage. Jetzt Mittwoch. Drei Tage. Cesaro. So, und los geht's. Kane vs. The Rock. Das Match hatten wir zwar eigentlich erst bei Backlash, aber egal, das Match haben wir nochmal. Ja, das Rematch, natürlich. Und natürlich werden wir mal sehen, ob The Rock vielleicht endlich mal ein Match gewinnt, weil der hatte bis jetzt immer noch eine ziemlich hohe Losing Streak, ne? Ich weiß nicht, ob das am Spiel liegt, dass das The Rock nicht leiden kann. Ich weiß es nicht. So, und der teilt jetzt erstmal massig aus, also zeigt erstmal Kane, dass er auch was drauf hat. Mit seinem typischen The Rock Kick gerade, der so mit dem Bein wackelt vorher. Aber jetzt ist Kane wieder am Drücker. No. Ja. Ist so. Jetzt ist so. Hängt The Rock in den Seilen, aber kann hier kontern gegen The Big Red Monster. Ist nicht The Big Red Machine? Ich weiß es nicht. Der hieß einmal Big Red Monster und einmal Big Red Machine. Ich wollte Big Mac Machine sagen. Die Big Mac Machine. Nee, das ist Mark Henry. Nee, Big Show. Nee, egal. Die Big Mac Machine. Ist immer vor die Chef in die Geschäfte. Schneidet die Big Mac schweißfrei. So, also Big Boot, Leg Drop von Kane. Sind wir dann wieder in 2012?
Ist das so alt schon? Ich glaube ja, oder war es 2013? Der Gerät. Der Gerät wird nie müde. Der Gerät schläft nie ein. Also ich habe auf jeden Fall keine Anspielung mehr seit Gefühlen. Der Gerät ist immer noch vor die Chef in die Geschäft. Ja doch, auf Dubsmash ist das auch. Ist das auf Dubsmash? Ja, okay. Deswegen bin ich auch wieder drauf gekommen. Und The Rock unterbricht da mal wieder Kane beim Waffen rausholen. Er wollte sich einen Stuhl schnappen, hat es aber nicht geschafft. Jawohl, das ging in die Hoss. Ja, ist auch gut, dass der Kane da nicht mit Stuhl um sich wirft. Gut, den Witz hat jetzt keiner gehört, ist auch gut so. Ich hab den gar nicht verstanden. Du hast ihn nur nicht gehört, ja. Doch, dass Kane dann nicht mit Stuhl um sich wirft. Nee, mit seinem Stuhl um sich wirft. Ach so, wie blöd war der denn, Alter? Ich weiß, meine typischen Witze. Langsam voll müsstet behindert. Ihr das noch kennen. So, The Rock, Elbow Drop gegen... Was ja mal cool wäre. See no evil. Was ja mal cool wäre. Oh. Auf den Stuhl, ja. On the chair. Ich würde ja gerne mal sehen, wie die den Titel benutzen, weil der liegt ja da, wo normal die Ringglocke liegt. Man hat ihn gerade noch kurz gesehen und das wäre voll cool, wenn die den mal benutzen würden, zum sich gegenseitig verprügeln. Und da ist Kane fast gegen The King geflogen, aber hat vorher nochmal gebremst. Und ist jetzt am Stuhl hängen, deshalb nicht in den Ring. Der ist ja auch so hoch, der Stuhl. DDT gegen Kane. Kane. Ja gut, genug gekannt. So. Und FU. Oh! Durch den Tisch! Through the table! Durch den gedeckten Tisch, wohlgemerkt. Das geht normalerweise nicht. Spinebuster direkt hinterher. Was geht denn bei The Rock heute ab? Der hat heute gute Laune. Da war schon mal der Signature. Jetzt muss er nur noch in den Ring rein schaffen. Nein, außerhalb des Rings. Bam! Rock Bottom noch eigentlich halt. Noch auf die Treppe. Auf die Stahltreppe. The Rock räumt hier auf. Mit Kane und der kontert direkt. Komisches Match mal wieder. Leg Drop jetzt von Kane hier, aber naja, wieder eine beschissene Situation. Und jetzt fliegt The Rock hier nicht gegen, über die Ringtreppe. Aber gegen die Ringtreppe und stößt sich das Bein. Der Arme stößt sich das Schienbein. Und Clothesline gegen... Clothesline gegen... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Kane. Ja, Zero genau. Evil. Und jetzt, zack, DDT. Das war aber auch ein DDT, der ist so noch nach außen weggeflogen. Ja. So, und jetzt Chokeslam. Nee, Sidewalk Slam. Nee, doch nicht. Backbreaker. Der Sidewalk Backbreaker Slam. Und wieder eine Clothesline. Also die wechseln sich jetzt die ganze Zeit ab, immer einer an Move. Und dann, ja. Oh, und das ist jetzt auch wieder... auf die nicht. Nicht nee, auf die Stahltreppe. Das geht so, glaube ich, gar nicht, aber egal. Ja, das geht doch nicht. Das geht nicht. Und jetzt ein Sidewalk. Slam! Diesmal aber wirklich. Chips Cola. Gut. Das heißt, jetzt sehen wir wahrscheinlich noch den Finisher. Ja. Jawohl, Tombstone Power. Nee. Konter! Tombstone Power Konter gegen Kane. Von The Rock. The Rock, wieder Konter. Zack! Aber eigentlich müsste The Rock jetzt einen Finisher haben. Vielleicht hat Kane auch gerade den Finisher das wieder weggekontert. Das könnte auch sein, aber das wäre sehr komisch. Ja, hat er. Nee, das nee, ist wieder... Nee. Sidewalk Backbreaker Slam ist das. Oh Gott. Meine Fresse, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? So, und jetzt Konter von The Rock. Und jetzt müsste es doch so langsam mal wieder back to the ring gehen. Back to the schon room. Wieder an dem schwulen Stuhl bleibt er da hängen. Schwulen Stuhl. Und Pie Driver. Pie Driver. Out of nowhere gegen The Rock, ja, das aber sie liegen trotzdem außerhalb des Rings. So, und jetzt? Was macht dann jetzt? Er wirft ihn gegen Jerry Lawler. Ja, und fängt sich dann direkt wieder Schläge. Und jetzt Samoan Drop gegen Kane. Was geht denn hier bitte schön ab? Was machen die? Ja, der Stuhl liegt im Weg. Die kommen nicht rein. Ja, was sollen sie denn Stuhl machen? Der Stuhl blockiert alles. Das ist der absolute Wahnsinn. Jetzt noch einen Suplex-Gedöns. Ja, Suplex-Gedöns, das passt. Und jetzt wahrscheinlich wieder gegen den Stuhl. Nee. Wieder gegen Jerry Lawler. Irgendwie haben sie es mit dem heute. Und jetzt nimmt er einen neuen Stuhl. Ja, da liegt ja auch keiner, ne? Nee. Ah, vielleicht hat sich gelohnt, den Stuhl da aus dem Ring rauszuholen. Ja, vielleicht liegt er da wirklich nicht so wirklich, sondern na gut. Und bam! Da kriegt Kane zwei Schläge mit dem Stuhl ab. Aller guten Dinge sind vier, wie man hier sieht. Und da vorne hat Paul Heyman den Titel in der Hand. Er hält ihn in den Ring. Und ja, immer noch nicht geht's in den Ring. Eine weitere die wollen, dass Suplex. Ja, die Show ist zu komisch. Kurz. Die wollen, dass die Show die wollen länger echt wird. Ein bisschen, nee, die wollen ein bisschen Outdoor-Action hier machen. Und Spinebuster erneut
gegen The Big Red Monster Slash Machine. Und dann wahrscheinlich jetzt wieder. Jawohl! Der Rock Bottom gegen Kane. Er nimmt ihn direkt hoch. Geht's jetzt mal in den Ring rein? Nein, sie laufen einfach nur. Aller guten Dinge sind drei. Ah ne, doch nicht. Schade. Und schon wieder den Finisher gezeigt und nichts draus geworden. Ja, das bringt auch nichts außerhalb des Rings. Außer ihn halt fertig machen natürlich. Ja, aber es bringt eben nicht den Sieg. Ja, es ist schon ein komisches Matchup. Die wollen beide gar nicht gewinnen, sondern den Gegner einfach nur dermaßen fertig töten. Töten. Ja, Kane will den töten. Und The Rock, die nächste Waffe, was wird's? Nix. Er hat nur geguckt. Ja, er ist noch nicht mal, er wusste noch nicht mal, und was jetzt er jetzt holen soll. Und jetzt geht's aber in den Ring. Nee, zack. Jetzt geht's erneut aber in den Ring. Erneut ein Konter und DDT. Ein DDT hinterher von The Rock. Jetzt geht's aber zurück in den Ring. Jetzt auch nicht. Doch, jetzt geht's zurück in den Ring. Once in a lifetime. Oh, und jetzt kommt der Sledgehammer, meine Damen und Herren. Und da geht's wieder raus aus dem zum Einsatz und direkt legt dann dahin. Da liegt er gut. Da liegt er echt gut. Zack, auf den Hammer, auch wenn das ja vom Spiel nicht berechnet wird. Egal. Wird's nicht berechnet? Bist nee, du sicher? Ja. Das Spiel ist scheiße, da berechnet sowas nicht. So, also, jetzt geht's aber wahrscheinlich zurück in den Ring. Ja. Jetzt bleibt am Hammer hängen. Jetzt aber wirklich. Jetzt geht's zurück in den Ring, zumindest mal für Kane. The Rock bleibt noch ein bisschen draußen. Ja, gut. Und damit geht's so weiter. Kane, jetzt haben wir gleich alles draußen, was geht. Nee, er konnte gar nichts. Ah, doch. Doch, den Tisch konnte er hier noch rausnehmen. Aber The Rock kommt ihm da zuvor. Wieso hat das jetzt gerade so... Das war Zeitlupe. Das war Zeitlupe. So, und ja, hier geht's die ganze Zeit nur rund. Und jetzt wieder zurück in den Ring. Und The Rock geht hinterher. Gibt's jetzt einen Pin? Nee, nur Schläge ins Gesicht. Aber wir sind ja, jetzt wieder ein Pin hätte ja auch keinen Sinn. Aber jetzt ein Pin macht Sinn. Nee, immer noch jetzt nicht. Kommt nämlich der Spinebuster Nummer 3 oder auch nicht. Nur ein Samoan Drop, aber der ist auch gut. So, und... Oh, meine Damen und Herren, jetzt könnten wir die dritte Rock Bottom sehen. Und da ist er, Rock Bottom gegen Kane. Und das muss es doch jetzt gewesen sein. Eins, zwei, drei. The Rock besiegt Kane. Und ist damit der neue Bad Blood Champion. Oder wie es offiziell heißt, der neue ECW vs. Raw Mixed Fighting Champion. Chip. Nee, und hier sehen wir nochmal Sidewalk Slam. Bam. Das sah aber echt ja, ja, das war noch auf die Stahltreppe so ein bisschen. Und hier sehen wir einen Samoan Drop gegen Kane. Ende. Bam. Und jetzt gleich nach dem Wake-Up-Taunt taumelt The Rock. Quatsch, Kane in die Arme von The Rock und Dwayne Johnson siegt mit drei fucking Rock Bottoms. Drei Rock Bottoms gegen Kane und ist damit der neue Champion. Und geben sie sich die Hand? Nein, sie tun es nicht. Ich glaube, die geben sich da nie die Hand, wenn das passiert. Also die mögen sich immer noch nicht, aber The Rock ist jetzt der Champion. Gibt auch gar keine Championship-Freude. Da gibt es nur den Ärger. Gut. Das war's mit Bad Blood heißt die Show. Backlash, ja. In 4 Wochen ist Money in the Bank. Ja, das war's mit Backlash. Ich hoffe, die Show hat euch Bad gefallen. Blood. Bad Blood, ja. Backlash war wann anders. Ich hoffe, die Show hat euch gefallen und ihr schaltet auch am Freitag wieder ein, wenn ja, es dann und heißt ECW. Vor allem frohe Weihnachten. Stimmt, ja, ist ja Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ja, lasst euch gut beschenken, habt ihr wahrscheinlich jetzt schon. Und schenkt uns doch auch was, zum Beispiel ein Abo oder einen Daumen hoch. Also, man kann es ja mal versuchen. Also, frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Bis Freitag. Ciao. Tschüss.